So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origins, die Verborgenen. Ja, wir haben in der letzten Folge das erste DLC angefangen und sind im Sinai angekommen und Bayek hat seine neue Montur an und das DLC spielt 4 Jahre nach der Hauptstory und wir haben schon einige Fragezeichen erkundet, haben auch schon viele Kohlenstoffkristalle eingesackt und uns zweimal neu ausgerüstet bzw. aufgerüstet und werden in der heutigen Folge uns ja in das Büro der Verborgenen begeben und eine Redeaufgabe akzeptieren, denn ich habe die leichte Hoffnung, dass wir vielleicht bessere Aufgaben bekommen. Einen anderen Weg geben. Wollen wir nicht einklopfen und sagen, wir sind jetzt da? Ich meine, die haben uns ja erwartet, oder? Dachte ich. Da habe ich ja was falsch verstanden. Oh, hallo. Legatus Tacitus. Tacitus verbreitet einen dramatischen Flair. Der skrupellose Steinbruchverwalter lässt zahlreiche Erwachsene und Kinder als Sklaven für sich arbeiten, um den Türkis so effizient wie möglich abzubauen. Es ist bekannt, dass er enge Beziehungen zu Rufio unterhält, auch wenn sie die Liebe für das griechische und römische Theater trennt. Tahira sah, wie er von der Spitze des Steinbruchs aus furchterregende Reden vor seinen Arbeitern hielt. Das wäre eine ideale Gelegenheit, um einzuschreiten. Ansonsten hält er sich unter seinem Legionären auf und ist ganz allgemein ein trauriger und einsamer Mann. Das Büro der Verborgenen. Thamos der Steinmetz. Thamos ist ein Verräter Ägyptens, ein Mann mit 2 Gesichtern. Er hat seine Verbindungen nach Rom und zu Kleopatra genutzt, um alle Seiten gegeneinander auszuspielen und sich Vorteile zu verschaffen. Seine Plünderung unserer heiligen Städte scheint einen tieferen Sinn zu haben, als nur die Kriegskasse von Kleopatra und den Römern zu füllen. Unsere Informanten glauben, sie stehen mit der Legende um die Splitter der Sterne in Verbindung, welche die Bevölkerung in Atem hält. Die Leichtigkeit, mit der er ganze Landstriche liquidiert, ist furchterregend. Ampelius von Capitolinus. Ampelius wurde auf den römischen Handelswegen mit den Usipetern und Tencterer ausgebildet und war dort berechtigt, die Routen gewaltsam zu sichern. Laut Informationen aus Amunets römischen Büro der Verborgenen hat dies bei den Barbaren im Norden gut funktioniert. Deshalb plant er, dieselbe Methode nun auch in Sinai anzuwenden. Er blockiert und sperrt den Horuswegen nach eigenem Ermessen und lässt sich als bevorzugte Strafmaßnahme Gliedmaßen abschlagen, um Angst zu verbreiten und für Disziplin zu sorgen. Seine Schreckensherrschaft wird ewig andauern, solange die Mauern des Herrschers unter seiner Kontrolle steht und von Soldaten bemannt ist. Liebe Tahira, Seno wird in euren Reihen landen. Amun hat deine Gebiete vernommen und wird es erhören, solange Memphis in Frieden lebt. Eure Löwen werden gezähmt werden und innerhalb eines Mondes werde ich unter den Verborgenen erscheinen. Sei wachsam und stark und lass den Horusweg nicht an Löwen oder Schakale fallen. Unsere Pflicht ist eine düstere. Sie ist einen Schatten, der permanent auf alle Länder fallen muss. Amun. Oh, ah ja. Hallo. Oh. So viele Tote. Tahira. Ach, Bayek, den Göttern sei Dank, du bist da. Es klang dringend. Dies sind die Schwerter zweier meiner Verborgener. Bei einem Massaker getötet. Man wird ihre als Märtyrer für die Sache gedenken. Das ist Gamilad, Anführer der aufständischen Nabatäer. Was ist passiert? Unser Rückzug führte durch das Dorf. Die Römer haben uns verfolgt und ihre Wut an den Bewohnern ausgelassen. Es war ein Gemetzel. Unschuldige Frauen und Männer. Die Verborgenen wollten es verhindern und starben. Sie kannten das Risiko. Ich habe sie den Rebellen zugeteilt. Tahira, was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Schlachten sind nichts für Verborgene. Doch wir können den Rebellen helfen, indem wir den römischen Anführer töten. General Rufio. Aber der ist in Rom. Rufio hat 3 Unterführer hier im Sinai. Diese 3 werden sterben. Fangen wir gleich an. Ich stehe in deiner Schuld. Wir tun dies für das Volk, Gamilad. Ja, das Volk. Das Volk und ich sind ein und dasselbe. Was für ein Grinsen. Okay, was haben wir hier?
wo die Sklaven sterben. Karte der Sinai-Halbinsel, okay. Die untergehende Sonne. Die Mauer des Herrschers. Brief von Amunet an alle Einsatzstellen der Verborgenen. Die Lage in Rom ist gefährlich und ständig im Wandel. Caesars Tod hat zu chaotischen Reaktionen geführt. Brutus und Cassius hatten erwartet, dass sich die Bevölkerung dankbar über den Tod eines Tyrannen erheben würde. Aber Marcus Antonius konnte die öffentliche Meinung geschickt beeinflussen, sodass sowohl Brutus als auch Cassius nur noch aus Rom fliehen konnten, um anschließend den Freitod zu wählen. Währenddessen wachsen die Spannungen zwischen Antonius und Octavian mit jedem Tag und alle befürchten einen neuen Bürgerkrieg in Rom. Die Situation ist brenzlig und niemand kann den Ausgang vorhersagen. Trotzdem müssen wir unsere Arbeit fortsetzen. Wir müssen flexibel und auf alles vorbereitet sein. Amunet. Ja, cool. Eis ist offen. Hallo. Na? Nimm mir auch mal deine Quest mit an. Usokon wird seit 2 Wochen vermisst. Er ist der Schatten, der auf den Steinbruch angesetzt wurde. Doch der Schatten ist verschwunden. Vielleicht ist es zu spät für ihn. Er wollte vor Tagen zu einem Handelsschiff im Hafen gehen. Und da wimmelt es von Römern. Der Aufstieg von... Oh. Er gibt alles für das... Ich hab so viele Aufgaben jetzt. Ich würde für ihn sterben. Okay. Gott, warum haben wir jetzt... Warum haben wir denn so viele Aufgaben? Weiter! Hierer oberhalb des Steinbruchs. So, Reda. Auch du hier hast dein Unternehmen erweitert. Die Räuber stehlen die Schätze unseres Volkes, Bayek. Sie plündern unsere heiligen Gräber und schänden unsere Toten. Wir müssen sie stoppen. Und mit wir meine ich vor allem dich. Aber ich belohne dich gut, wenn du dich um diese Ungläubigen kümmerst. Antiquitätenschmuggel, wo muss ich denn da hin? Ach, da hoch. Oh. 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 Ich will erstmal die Nebenaufgaben machen, ne? So wie immer. Oh Gott, alle. Na, der Aufstieg von Shakila, genau. So. Auf geht's, ab geht's. Ah, Likrayet. Ach, ich habe es vermisst. Meine Likrayet ist wieder da. Ja, wir machen dich dann auch gleich noch, ne? Ich muss erstmal hier gucken, wie ich hier runterkomme. Oh, Philakas haben wir ja auch noch. Sehr schön. Ihr seid frei. Macht etwas daraus. So. Oh. Okay. Das war gerade richtig cool. Voll ins Heidelbe. Bist du gesprungen, Bayek? Da werden die Phylakes bestimmt auch wieder irgendwelche Schlüssel bei sich tragen, oder? Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich ja in den Heuhaufen springen. Ein zerbrochener Schild der Verborgenen. Usokon war hier. Usokon, armes Kind. Ja, das stimmt. Weil wir die eingepfercht sind, wie Tiere. Die Käfige für Kinder sind grausam. Ja, das stimmt. Die Kinder, ne? Das ist halt so abnormal. So abnormal einfach. Ein Händler. Der Händler wurde beraubt. Seltsam. Götter. Kinder der Nabatea als Sklaven in den Steinbruch verkauft. Die armen Kleinen werden tief im Steinbruch gefangen gehalten. An den Steinbruch von Klüsten verkaufte Nabatea. Sklavenliste für den Orden im Sinai. Julia-Familie, 6 Jungen für den Priester im Tempel des Tod. Zitamun-Familie, 2 Mädchendienerinnen für Tarkitus. Weißen, 12 Jungen, Steinbrucharbeiter. Lieferung an der unterirdischen Außenpost im Steinbruch von Klüsma. Alter, das ist krank. Das ist ja... Das ist abnormal. Warte mal. Solche Schweine, das sind richtige Schweine einfach nur. Ja, die Phylakes, die werden, es sind nur 2 hinter mir her und die werden dann ganz schnell nicht mehr hinter mir her sein.
Ali Kayet. Die Juliet. So. Aber Balk ist nicht älter geworden, oder? Der ist doch bestimmt erst 30, oder? Hier waren wir ja schon. Osorkon muss hier sein. Wir reißen dir die Zunge raus. Die Augen. Alles. Anders. Jemand hat die Römer beraubt. Ein tapferer Dieb. Hier lasse ich mir von Osiris jedes Glied einzeln ausreißen, bevor ich ihr rede. In mir ist nur noch das Feuer, jene zu vernichten. Die Arbeiter, die ihr Essen stehlen. Ketten die Kinder an. Oh Gott. Eigentlich, ich hatte euch mal diesen Käfig an. Er hat offenbar wichtige Informationen. Foltert ihn so lange. Das war ja einfach. Nehmt's mir weg von hier. Weil foltert ihn, der war kein anderer. So sehen. Entschuldigung. Ich meine, ich finde das sehr erschreckend. Du musst der große Bajek sein. Ich habe den Hafen ausgeforscht und dabei gesehen, wie eine Frau die Kinder auf dem Sklavenschiff befreit hat. Eine Befreierin steckt hinter dem Raub? Eine Kriegerin der Nabatäer namens Shakilat. Sie verteilt die Beute ans Volk und schlägt zu wie der Blitz. Ich bin ihr gefolgt, aber die Römer haben mich erwischt. Sie ist mit den Kindern in einem Hof zwischen Büro und Steinbruch untergetaucht. Muss eigentlich unser sein, oder? Aber ich würde mal... Na komm. Oh, das ist so verlockend, diese Fragezeichen einfach so aufzudecken. Aber immerhin haben wir jetzt einen Verborgenen befreit. Das ist auch schon mal was. Vielleicht können wir Shakilat auch für unsere Sache mitgewinnen. Vielleicht nicht unbedingt als Verborgene... Aber ich meine, sie tut ja schon das Richtige gegen die Römer oder auch für die Kinder, ne? Also. Ich will auch nicht wissen, was sie sonst mit den Kindern eventuell noch anstellen, ne? Das ist halt schon abartig krank. Ihr könnt ganz unbesorgt sein, Kinder. Ich beschütze euch. Der Sinai ist euer Heim. Du bist so mutig, Shakilat. Bei Amun-Re. Ich werde nicht zulassen, dass ihr verkauft werdet wie Säcke voll Getreide. Bitte, sie dürfen uns nicht wieder fangen. Ich kann's nicht erwarten, mich da zu essen. Bald, meine Kleine. Bald. Du stiehlst für die Arbeiter im Steinbruch. Wenn du mich festnehmen willst, musst du mir das Herz rausreißen, bevor ich Ketten trage. Keine Sorge. Doch die Römer könnten Vergeltung üben. Du willst Gutes tun, aber deine Taten könnten Schlechtes bewirken. Neck, ich kann nichts für ihre Unterdrückung. Ich bin eine Befreierin. Du erzeugst Unterdrückung. Befreiung ist eine Kunst, kein simpler Diebstahl. Freiheit kann man nicht stehlen. Man muss sie erschaffen. Ich weiß, was Freiheit ist. Ich habe mit meinem geliebten Mann in Freiheit gelebt. Bis er von Tacitus wie eine Fliege gekreuzigt wurde. Nehmen wir den. Boah, was ist das denn für einer? Jetzt verdiene. Warte. Ja. So, ja. Dann gehen Sie mal vor, junge Frau. Wohin gehst du? Ich will versuchen, die anderen Römer von diesen unschuldigen Kindern wegzulocken. Da sind keine mehr. Da werden immer mehr sein. Nicht, wenn du zu uns stößt. Ich verstehe nicht, was du von mir willst.
Du kämpfst gut. Und gute Krieger sind rar. Folge unserem Weg und du wirst es nicht bereuen. Ich trete keinem Kult bei. Wir sind kein Kult. Wir sind Befreier. Und folgen nicht den Regeln falscher Orakel und Tyrannen. Du bist eine Auserwählte. Ich will Gutes tun. Ich will helfen, dass unser Land heilt. Shakilat, du hast ganz sicher den Ka einer Verborgenen. Aber wie kann ich einem Fremden trauen? Bisher arbeitete ich allein, um mein Volk zu schützen. Und traue nur mir selbst. Unsere Werte sind gleich. Du musst nur entscheiden, ob du zum Wohle einiger weniger oder aller kämpfen willst. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass es Hass, Krieg und Menschen in Ketten nicht mehr geben wird. Unser Credo überwindet all das. Euer Credo? Und wenn ich mich ihm verschreibe und es glaube, was muss ich dann tun? Springen. So, ich werde jetzt mal diesen wundervollen Sprung vorführen. Wie geht es weiter? So. Jetzt sind die gebrochen. Unglaublich. Ich dachte, ich würde sterben. Du bist wiedergeboren als Verborgene. Wie geht es weiter? Wir haben ein Büro und eine Zeremonie, um deinen Eid zu feiern. Ich werde im Schatten leben. Willkommen in der Bruderschaft. Willkommen. So, jetzt würde ich auch sagen, machen wir noch ein paar Fragezeichen. The most important thing here in this game. The question marks. Frage. Oh. Ja gut, da schwimmen wir jetzt einfach mal. Holt Nabatea zurück, was? Holt euch Nabatea zurück! Wer? Wo, was, wann? Machen, also versuchen sie ja schon, Bayek. Würde ich sagen, oder? Oh, was machst du, was ist denn jetzt schon wieder los? Manchmal frage ich mich wirklich. Aber nur manchmal. Ist das hier denn wirklich so groß? Nee. Frag mich, ob wir hier auch goldene Fragezeichen haben. Komm, Bayek. Das ist doch nur ein kleiner Berg im Vergleich zu dem, den wir hochgekraxelt sind. In der Nähe von Siva. In der depressiven, einsamen Wüste. Oh Gott, es werden immer mehr Fragezeichen. Ich könnte heulen. Warum ist denn das jetzt alles so weit weg voneinander? Oh Gott. Tier töten. Oh. Da. Mal hier. Oh. Warum kein Kohlenstoffkristall? Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so auf meine Kohlenstoffkristalle hier gefreut. Ja, ne? Etwas. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Okay. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt jetzt hier entlang. Haben wir wirklich keinen einzigen. Haben wir vielleicht ein Dorf? Eventuell ein Dorf. Whoa. Ein Aussichtspunkt oder irgendwas. Eine Schnellreisefunktion, so eine richtig schöne. Bin ich jetzt schon. Was Numus Madiam? Oh. Was die? Es gibt neue Regionen. Heiliger. Oh nee. Warum? Warum ist denn das jetzt so eskaliert wieder? Warum gibt es so viel hier zu tun? Okay, tragen wir mal hier hoch.
So. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Da-dam. Da-dam. Oh, ein Emeritenversteck. Krass. Oh. Wusste ich gar nicht. Sehr schön. Ja, Bayek. Die Aussicht. Ich habe herausgefunden, dass wenn düstere Gedanken mich plagen und der Geist von Seth in meinen Träumen erscheint, ein Nachmittag der Meditation angesichts der endlosen Landschaft den Geist von Osiris in meinem Kart bringt, dann sind Ka und Bar wieder im Gleichgewicht. Das war eine wirklich schöne Aussicht. Achso. Ah ne, eh interagieren. Ich dachte, ich müsste jetzt meditieren. Oh, das sieht so schön aus. Wunderschön. Oh. 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 Eisen. Nein. Ich will doch einfach nur Kohlenstoffkristalle haben. Oh Gott, wir haben was Goldenes. Es gibt auch goldene Sachen wieder hier. Wir können. Das ist ja so. Wieder toll. Aber da sie, ne? Also, ne? Das Gebiet ist eigentlich auch ganz schön, ne? Hey, was? Nee. Guck mal, hier haben wir so ein komisches Zeichen. Okay. Holz. Kontrolle, ne? Warum kriegen wir denn jetzt wieder keine Kohlenstoffkristalle? Also jetzt halt. Aber ich habe wirklich gedacht, also, da war ich gerade ein kleines bisschen verwöhnt, ne? Ne? So. Wie hoch? Dieb unter Dieben, Mentis, der elende Wurm, hat einen Teil unserer Beute gestohlen. Auf jeden Fall ist ein Verräter. Shiridi sagt, er habe ihn zu den Bergen im Osten gehen sehen. Soweit wir wissen, wartet ihn dort nur der Tod und die Geier. Okay, na schön. Tschüssi. Na nicht hey. Au revoir, mein Freund der Nacht. Niemand! Jemand ist da! Was um der Tempel? Wer ist die Schatt? Okay. Guck mal. Haben sie sich verkrochen? Drei Schätze! Lol. Okay. Haben wir wieder zwei gefunden? Der war auch immer richtig cool aus, ne? Muss ich in die... Ach, hier muss ich rein. Okay, dann bin ich ja schon richtig gewesen. Gehen wir mal hier lang. Gott. Oh nein! Oh Gott, es werden die Worten einfach. Boah, oh Gott, wie schlimm. Das ist ja grausam. Die wurden einfach festgebunden, damit die. Boah, ertrinken. Oh Gott.
Ist das Sport, das... Boah. Gott, die Armen. Ist das... Das ist halt... Müssen wir es hier lang? Schnell! Hier hoch, Bayek. Und da, okay, das ist sehr schön. Gott. Jetzt müssen wir hier runter. Ja, ein Glück gibt es hier keine Muräen oder Haie oder irgendwas anderes in der Richtung. Das wäre sonst sehr, ja, naja, schlimm für mich, meine Nerven. Würde ich sagen, oh Gott, das ist ein schöner Himmel, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich würde mich vielleicht erstmal hier ein bisschen, ne, austoben, in der Hoffnung, dass wir hier, ich weiß nicht, vielleicht ist das ein kleines Dörflein. Hier haben wir noch ein, oh, hier haben wir noch einen Aussichtspunkt. Okay, dann ist es gar nicht so schlimm von den Schnellreisepunkten. Dann würde ich das gerne noch hier ein bisschen abklappern. Und dann, ja, können wir uns vielleicht auch um den Phylakis kümmern, wenn wir ihr Schatten des Südens, ja, wenn wir ihnen über den Weg laufen. Und dann, ja, würde ich einfach mal die Ballade von Simut und Gerta und halt die Nebenaufgaben erstmal mitmachen, bevor wir uns um die Hauptquest kümmern. Also, wie immer. Und ja, ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.